Monte Albo, ja. Lisa und ihr Glyphosat. Ja, ist so. Scheiß Fungizide hier. Ja, ist nur gut gemeint, Lisa. Da geht es jetzt wieder nach unten. Und du willst lieber? Ich möchte halt lieber weiter in den Bergen spazieren. Ja, was ist jetzt die Lösung? Eine andere Wanderroute. Okay, dann geh und such. Ja. Nicht. Also kein Video. Du hast echt ein Video. Ist okay. Super schöne Aussicht. Ja, sollen wir dann, dann können wir von mir aus da runter wandern und uns da irgendwo einholen. Wir haben uns gerade gesagt, wir trinken jetzt noch einen Wein, bevor wir loswandern. Die Elli holt die Weinflasche raus. Und was passiert? Ja, vor allem zu lachen, weil ich die leere Flasche mitgenommen habe. Ja, zeig mal. Das ist einfach die leere Weinflasche. Ja. Der Elli ist es gar nicht aufgefallen, dass diese Flasche hier nichts wiegt. Nichts mehr drinnen. Ja, aber schade. Becher habe ich eingepackt. Aber Becher. Ja, deswegen jetzt erstmal einen Schluck Wasser trinken. Okay, ich habe einen Plan. Und zwar? Wir sind ja gerade diesen einen Weg da gegangen. Das Geile ist, die Elli hat auch noch das abgestandene Wasser mitgenommen, was nur noch halb voll war. Meckerliese! Ja, so Meckerliese. Wir haben volle Wasserflaschen rumstehen. Wir wollen einige Stunden wandern und ja, dann nimmt man halt 0,7 mit statt 1,5 Liter. Okay, pass auf, ich habe einen Plan. Wir gehen jetzt, hier unten ist ja direkt der nächste Dörfchen. Ja. Wir gehen jetzt anstatt diesen Weg wieder hoch, gehen wir den Weg und dann gehen wir runter. Ja. Und dann sind wir in dem kleinen Dörfchen, dann holen wir eine Flasche Wasser und wir trinken beide ein Vino. Ja. Vielleicht kriegen wir eine Flasche. Hast du Geld dabei? Ja, klar. Ich auch, 4 Euro. Ja. Schön. Ja, komm, let's go. Ich muss eh pipi. Nope, noch kein Lizard. Also der Weg hier, der ist auf jeden Fall problemlos machbar. Easy. Aber auch schön. Aber auch schön, das stimmt. Also die Aussicht ist wirklich super schön. Ja, vor allem mit der Sonne. Sonne, der schönen Mosel. Schade, dass man nicht alles bergig, so grün ist, kleine Dörfer. Es ist auch nicht mehr so krass. Boah, ja, im Sommer macht es bestimmt richtig Spaß, lang zu spazieren. Aber wir haben auch schon Glück, ne? Das Wetter ist jetzt warm genug. Ich laufe hier so quasi im T-Shirt rum. Angenehm. Angelo angenehm. Was denn? Jesus, no legs. Und die Arme. Ja, was?
Na, hör mal. Da vorne kamen wir her. Hinter der Kirche entlang. Da runter. Hier lang. Jetzt befinden wir uns hier. In diesem kleinen, süßen Moseldorf. Wie heißt das? Weißt du noch den Namen? Hotzenklotz oder so. Was lachst du jetzt? Hotzenport. Ja, ein süßes kleines Dorf auf jeden Fall. Mit schönen Gästchen. Richtig verwinkelt. Ich habe gestern schon gesagt, so ein bisschen das Velodé, ne, auf Sardinien. Also ein kleines Dorf. Häuser wurden hingebaut, wo die gerade hingepasst haben. Okay. Cock up. Ja, jetzt werden wir genau hier. In der schönen Mosella. In der Mosella werden wir jetzt ein Bierchen trinken oder so. Ich lasse dich später in meine Mosella. Ja, wehe, wenn nicht. Mosella, here we go. Moin, Chefo. Schönen Tag noch. Oh, Stabe, ein weiterer. Mir ist es egal. Boah, da vorne, ja doch. Ja, da sitzt man so schön. Schöne Sonne, ja. Und angewärmte Plätze. Ah ja, vielen lieben Dank. Aber vielleicht nehmen wir sogar die hier, die noch nicht angewärmt sind. Arschfreie Plätze. Moin. Richtig warm gerade. Angenehm. Puh, aber auch ein bisschen zu warm vielleicht. Ja. Was würdest du empfehlen? Ich habe eine Pilz. Ein Pilz? Pilz? Ja. Bier, Wein, das ist sein Wein. Wein oder trinken? Nee, lieber. Auftrocknen, lieblich. Was willst du denn? Ich glaube, ich würde mir direkt einen Wein knallen. Du knallst den Wein? Ich hätte gerne einen lieblichen Wein. Lieblichen Wein, ja. Riesling, ja? Ja, genau, so ein Bachhaus oder so. Ja, Riesling hier, Dorf. Ah, okay. Ah, lustig. Hier ist so ein Riesling-Dorf. Richtig. Okay, okay. Ja, wenn du gut hast, dann gute, das ist ja unsere. Ja. Ja. Okay. Ich glaube, ich nehme einfach ein Bier. Ein großes Bier. Großes Pilz? Ja. Oder weißes Bier, Benediktiner. Nee, lieber ein Pilz. Weizenbier knallt richtig. Ja, besser das. Besser ein Weizenbier. Also, ich würde ja auch ein Weizenbier. Wenn Chef empfiehlt, ja, dann nehme ich das natürlich. Okay, Experte spricht. Da ist er doch. Wollo. Ja, schön. Zufrieden, Elli? Ja. Aber du musst ja erst probieren, das stimmt. Ja. Das ist jetzt ein Riesling. Riesling und lieblich. Ja, richtig. Mal gucken, was die Elli jetzt sagt. Danke. Lecker. Hatzenporter Burg, Bischofsstein. Lieblich. Ja. Die Elli sagt lecker. Und das Glas ist auch schön voll. Ja. Du bist einfach kein Finger oben Trinker, okay? Lass den Finger auch unten beim Trinken. So, Bus getrunken. Empfehlung geht raus für die Mosella. Der Typ, absoluter Chefo. Hat hier sogar, wir haben es gerade erfahren, schon ein paar Ukrainer aufgenommen. Viele Frauen, viele kleine Kinder. Ein paar kleine Jungs, Ehrenmann, der meinte auch, ja, Geld ist egal, andere Sachen gerade wichtiger. Ehrenmann. Deswegen auch direkt ein bisschen Trinkgeld dagelassen, oder Elli? Kannst auch richtig stolz drauf sein, wie viel Trinkgeld du dagelassen hast.